Hallo Brenner, neuen Video von mir. Heute packen wir wieder die Lutschfest aus. Und wir werden gleich einmal reinschauen, was alles drinnen ist. Auf jeden Fall ist sie schon einmal größer. Okay. Hier haben wir in Hektar 1. Hektar. Свинил. Stellen wir mal Acker. Dann kommen wir da das Schlussbock. Und einen Fallout-Schlüsselanhänger. Wieder ein kleines Heftchen mit Lutschfest und den Ghostbustern. Das kennen wir schon vom Busstart. Schauen wir rein. Das ist eine CD. Das sieht relativ cool aus. Mit Megaman drin. Hinten blau. Passt gut zur Schallplatte, die ist nämlich gelb. Dann haben wir ein T-Shirt. Das sieht auch jetzt gleich aus. Und folgt der Hand da. Ein bisschen im Volk. Fallout-Spiel und Borderlands. Und dann haben wir hier einen Spitzer und einen Stift mit den Nadelkelten drauf. So her. Haben wir hier noch ein extrem sauer Hard Candy. Den werden wir später noch essen. Dann habe ich ein Buch ist noch drin. Dann ist die Box leer. Die glykonische Kunst des Krieges. Uralte Grundsätze gnadenloser Ehre. Nicht so. So, dann schauen wir nach, ob alles drin war. Die Box haben wir wieder auf. Machen wir zusammen und dann bleibt das noch stehen. Noch nicht. Da Ghostbusters Hektar 1, den hätten wir. Dann das T-Shirt, Fallout Schlüsselanhänger, das Star Trek Buch,
den Stift und den Spitzer, dann das Candy, die Buschstadt Retro CD war das Plus. Und wir sind wieder fertig. War nicht schlechte Box. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste. Und wenn ihr wieder Videos von mir anschauen wollt, braucht ihr nur auf dieser Seite klicken. Ihr kommt ja zum letzten Unboxing. Oder ihr abonniert mich, dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis dann!